werden heute Heidensieg auf Unges Farm machen. Mit einer kleinen Besonderheit. Ich muss die Person am Ende berühren. Wenn ich die Person berühre, ist sie raus. Die letzte Person, die noch da ist, kriegt 1000 Euro. Teilnehmer für das heutige Video sind... Die eine Hälfte von Turnier. Hallo, ich heiße Kevin. Unge. Unge. Hi, ich bin Fix. So, seid ihr bereit? 1000 Euro macht oder so? Oh! Okay. Ihr habt 5 Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Es geht los in 3, alles Casino. 2, 1, los! Das Gewicht gehen, weil sonst haben wir gleich so. Und dann ist so, dann findet er. Wir müssen uns die Ausdauer sparen, weil er, ne? Wo werde ich hingehen? Okay. Mein Plan? Warte, ich erzähle ihn gleich, wenn ich weg bin von den anderen. Simon, was willst du mit den 1000 Euro machen? Ich würde damit ein neues Leben anfangen. Unser Plan ist ja, dass wir dann ganz nach oben gehen. Ja. An die höchste Stelle von deinem Milliardenanwesen. Mhm. Weil er bestimmt keinen Bock hat, da hochzugehen. Da unten sind Simon und Kevin. Mein Plan war eigentlich, auf irgendeinem Baum zu klettern oder so. Ich glaube, ich gehe nicht runter. Runter ist nicht smart. Als Maxi mich eingeladen hat, dachte ich mir, geil. Hide and Seek, das kriege ich hin. Auch wenn ich gerade nicht irgendwie sportlich aktiv bin. Aber ich bin flink eigentlich. Wie lange noch? Lange. Wir sind oben beim Wassertank. Let's go. Oh mein Gott. Den Berg gar nicht. Maxi wird sterben. Machen wir jetzt einen Dreierspot oder was? Verstecken wir uns jetzt hier eigentlich oder? Wenn wir hier sitzen, sieht er uns nicht. Und wenn er kommt, können wir weglaufen. Ich gehe also wieder runter, aber auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, dass der Spot, an dem ich gerade bin, eigentlich sehr, sehr stark ist. Denn ich kann hier unten langlaufen, wenn er von oben kommt. Wenn er aber von unten kommt, kann ich nach oben laufen. Oder halt hier noch so querbeet. Und ich habe das Gefühl, dass ich so einen guten Überblick habe. 3, 2, 1, let's go. Okay, wo fange ich an zu suchen? So, ich würde sagen, wir gucken erstmal oben in den ganzen Bereich, weil da müssen wir noch nicht ganz so weit nach unten gehen. Okay, das ganze Grundstück sind laut Unges Aussagen 30.000 Quadratmeter, das heißt, es gibt super viele Plätze, wo man hingehen kann und ich muss voll weit nach oben latschen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir schon ein bisschen weiter weggegangen sind und nicht direkt hier am Anfang chillen. Mal hoch. Soll ich da rein? Ihr kleinen Schweinchen, ich komme nach oben, ne? Bin gleich da. Ich glaube wirklich, die sind nach ganz oben gegangen. Mein Plan ist jetzt, wenn Maxify da hinten hochgeht, dass ich einfach hier runtergehe. Wir gehen 3 Minuten, ich kann nicht mehr. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Die müssten jetzt hinter diesem Gebüsch sein und gehen gleich da hoch. Ich will nichts sagen, aber warte mal. Hinter rechts, hinten läuft da jemand. Komm mit. Schön vorsichtig. Ah. Das ist keine Kennung. Oh nee. Er läuft jetzt da hinten wieder hoch. Dich mit mir. Nicht mit mir, Maxify. Ich pack's nicht, was soll denn das? Ich werde dich immer umlaufen, ist mir scheißegal, du kriegst mich nicht. Ich verstehe, der Plan. Oh, das ist ein guter Switch-Move. Warum verrätst du uns, Junge? Warum verrätst du uns? Cool, gehen wir noch weiter nach oben. Ich sehe gerade, wo sich alle verstecken. Ich hoffe wirklich, dass einer oben ist. Wenn ich jetzt hier hochgehe und ich niemanden sehe, dann heul ich. Ja, komm, komm. Wir warten, bis er hier oben ist und rutschen runter. Oh mein Gott! Pass auf! Oh mein Gott! Nein! Simon hat's richtig hingelegt. Nee, komm her! Geh weg, weg! Oh mein Gott! Ey, das ist nicht dein Ernst! Oh mein Gott! Leute, wenn ihr noch mehr von Hide and Seek sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wirklich, bitte. Kurz verschnaufen, wir müssen richtig aufmerksam sein. Das Ding ist, für mich ist es nicht mal hier so ein Battle gegen Maxi oder gegen die anderen Jungs, sondern gegen mich selbst. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich hier rein tryharden kann. Das fühlt sich gut an. Der gemütliche Boss, hä? Die kannst du nicht zustehen. Dann sag doch mal Tschüss. Ja, ja, ja. Hier bin ich wieder am Haupttor. Jo, der Spot ist heftig. Zieht euch den rein, zieht euch den rein. Ich suche jetzt ein neues Versteck, dann melde ich mich nochmal. Doch krasser als erwartet, ehrlich gesagt. Es kann auch sein, dass die dahinter langlaufen, ne? Du musst alle außen rumgehen. Die haben die Tür abgeschlossen. Ey, übers Dach, übers Dach, übers Dach. Oh mein Gott, du bist da! Pass auf!
Lauf rechts, Simon! Wo sind sie hin? Scheiße, er ist nach links gelaufen. Oh mein Gott! Oh. Oh. Lauf, der ist davon. Lauf, der ist davon. Ah, okay. Ich werde gleich einen Joker holen, Leute. Weil nur mein Laufduell kann ich sie nicht besiegen, glaube ich. Vor allem, weil ich ja 4 fangen muss. Und dauerhaft zu laufen, ich muss meine Energie einteilen. Oh mein Gott. Wieso geht er auf mich? Hallo? Komm her! Ja! Ich hab es. Let's go! Alter! Ey. Leute, Unge wurde gefangen, ne? Ich wollte es nochmal wiederholt haben. Unge wurde gefangen. Wir gehen jetzt noch weiter nach unten. Wir gehen einmal runter, suchen da. Wenn wir da niemanden finden, machen wir einen Joke. Mäuschen, mach mal Piep! Ich hab irgendwas gerade gehört. Da hat sich was bewegt. Also da hat sich was bewegt gerade im Gebüsch. Ich weiß nicht, ob es ein Tier war oder ein Spieler. Hallo? Ich glaube, hier ist jemand. Okay, wir haben noch ungefähr 35 Minuten Zeit, alles zu finden. Ich finde nur leider niemanden. Beziehungsweise laufen die kleinen Schweinchen die ganze Zeit weg von mir. Deswegen habe ich mir 2 Joker geholt, die mir helfen. Drei gegen drei, was? Kann man sagen. Drei gegen drei, viel Spaß beim Weglaufen. Oh, das ist natürlich doof, ne, wenn ich dieses Klingelgeräusch mache. Das ist natürlich auch lucky. Ich dachte, er hat doch gesagt, es ist zu, aber dann dachte ich mir so, warum ist das zu hier? Orange, Orange ist auf, Leute. Die Joker sind gerade deaktiviert, weil wir Kevin gebunden haben. Das heißt, ich suche jetzt alleine wieder. Auf jeden Fall werde ich das ganze Geld, was ich hier gewinnen werde, wahrscheinlich meinem Kumpel Flo geben, der mit mir hier in Madeira ist. Weil sein Hund wurde verletzt, als wir jetzt unterwegs waren. Und dann kann er davon easy seine Tierarztkosten bezahlen. Der freut sich bestimmt. Nur 2 Leute müssen wir fangen. Wer glaubt, die wird gewinnen? Wird Toni gewinnen oder Fix? Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Ist eine Regel, dass man die Kamera in der Hand halten muss? Oder kann ich am Ende die Kamera einfach wegschmeißen? Ist ja schon eine Last, ne? Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand auf einer offenen Fläche einfach steht, obwohl es nicht Hide and Seek wirklich ist, einfach nur, weil sie dann weglaufen können. Was ein bisschen uncool wäre, weil ich kann nicht mehr laufen, ich bin tot. Ich überlege gerade. Da ist Maxi. Was ist denn da oben? Da ist auch wer. Sound, wie hoch geht das? Hier. Ist da jemand? So. Toni!
Nein. Hab ihn. Scheiße. Fix, du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Fix. Let's go. So, der Gewinner ist Fix. Yeah. Vorbei, lasst gerne noch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.